Meine Vision ist eben hier die nächste Ausstellung zu machen, die im Frühjahr 2022 sein soll. Und das geht ja in diesem Zustand, wie man sieht, so ruinös geht das nicht. Und da ist eben meine Vision, dass man das Umfeld hier etwas beräumt und dass man das alles so weit sichert, dass wir da temporär eine Ausstellung machen können. Für verrückte Ideen ist eigentlich Moritz mehr zuständig. Ne? Ich bin dann in solchen Sachen mehr so ein Mitgehhansel, mache ich aber gern. Bis jetzt hat sich das immer gelohnt. Sie suchen den geheimnisumwitterten Ort Kaisersaschern, den der Schriftsteller Thomas Mann in seinem Dr. Faustus als unbekannten Geburtsort des Philosophen Friedrich Nietzsche beschrieben hat, und finden tatsächlich das Grab seines Großvaters. Nietzsche ist von hier vielleicht 6-7 Kilometer weiter in Röcken geboren. Und sein Vater ist ja in sehr jungen Jahren gestorben. Und da hat Nietzsche sehr viel Prägung und sehr viel Unterstützung bekommen von seinem Großvater, der in dieser Kirche Pfarrer war. In der Gruft unterhalb der Kirche St. Gangolf in dem kleinen Ort Poblis finden sie aber weder die sterblichen Überreste des Großvaters von Nietzsche noch andere Hinweise auf den großen deutschen Philosophen. Aber vieles an dem verkommenen Ort deutet auf seine einstige Idylle hin. Das ist ja der Ort in dieser Biografie von Nietzsche. Das ist das einzige Mal, wo er sich wahrscheinlich wohlgefühlt hat in seinem ganzen Leben. Und wo er auch Menschen hat, denen er sein ganzes Leben wohlwollend zugetan war. Aber ist ja logisch, als kleines Kind, 4-, 5-Jähriger und du hast einen lieben Opa, besser geht's nicht. Die Natur hat die Kirche fest in Beschlag genommen. Aber Moritz Götze hat sich fest vorgenommen, die verfallene Kirche wieder zu dem Ort der Begegnung, der Erinnerung und der Besinnung zu machen. Es ist nicht das erste Mal, dass er ein Gotteshaus aus dem Dornröschenschlaf erweckt. 1989, gleich nach der Wende, in Bernburg an der Saale, entdeckte er die halb verfallene Schlosskirche. Er war fest entschlossen, das historische Gebäude vor dem weiteren Verfall zu retten. Und so sind wir dann auch in Bernburg gelandet. Und da ich mich damals sehr für Romanik interessiert habe, sind wir auch an die Kirche gekommen. Und ich habe da reingeguckt und ich wäre fast wieder runtergefallen, weil so war ich vom Schlag gerührt. Weil ich habe da durch diese kaputten Fensterscheiben geguckt. Und das war dann ein unglaubliches, surreales Bild, dass man in so einen Raum geguckt hat, der voll stand mit Prunksärgen. Also mit so riesengroßen Särgen, wo Adler drauf waren, die Särge ruhten auf metallenen Bären, mit Engeln, die da aus Metall rumschwebten und Kronen hielten. Die Schlosskirche, einstmals die Hauptkirche der askanischen Fürsten zu Bernburg mit ihrer Pracht, war im 17. Jahrhundert über die Grenzen der preußischen Provinz Sachsen hinaus berühmt. Zu DDR-Zeiten jedoch verfielen Kirche und Gruft in beängstigendem Ausmaß. Durch den Kreisoberpfarrer, so heißt bei uns der Superintendent in Anhalt, in der anhaltischen Kirche, hat er mir die Kirche gezeigt und er hat mich wohlweislich durch die Hintertür, also durch den Türmeingang in die Kirche geführt, weil er schon ahnte, was ja nicht nur bei mir diese Kirche für einen Eindruck hinterlässt, wenn man eben normalerweise durch den Haupteingang kommen würde. Weil sie eben so schäbig aussah, wie sie aussah. Ich sage, manchmal kann man auch ruhig sagen, jetzt kann man es umso eher sagen, sie sah wirklich wie ein Schuppen aus. Der Künstler und der Pfarrer lernen sich besser kennen, schätzen einander und verstehen sich immer besser. Moritz Götze hatte
schon mal eine Ausstellung hier auf dem Schloss im Museum Bernburg. Und dann bin ich nach Halle gefahren und da haben wir uns das erste Mal, glaube ich, wirklich richtig kennengelernt. Da haben wir in seiner Küche gesessen und über Gott und die Welt geredet, über Kunst natürlich auch. Und ich weiß gar nicht, ob es damals schon war, aber es könnte durchaus möglich sein, dass ich so ganz nebenbei auch mal die Frage gestellt habe, ob er sich vorstellen könnte, auch Kunst für die Kirche zu machen oder irgendetwas für die Kirche zu machen. Da ist man dann aber wieder mit dieser doch bedeutsamen Kirche, die aber so zerstört war innerlich, also mit dieser zugemauerten Apsis und dass da die ganzen Gemälde aus der Jahrhundertwende abgehackt waren, war man dann konfrontiert. Und da ist das aber so zu den ersten Gesprächen gekommen, dass man da, ich weiß das gar nicht mehr so genau, aber dass man da irgendwie mal ins Gespräch kommen müsste, um da was zu machen. Gesagt, getan. Der Künstler fängt an, Entwürfe gleich 1:1 in Papier zu fertigen. Ein Bildchen zu malen oder vielleicht auch ein Altarbild, das kann sich vielleicht, können sich viele vorstellen. Aber um eine gesamte Kirche zu gestalten, von der Decke, sage ich jetzt mal, bis zum Altar, dazu gehört doch schon ein gewisser Größenwahn. Ja, das ist biblische Abbildungen aus der gesamten Kunstgeschichte inspirieren den Künstler. Aus der ganzen Kunstgeschichte. Da muss man nicht unbedingt nahe bei der Kirche sein, aber die Offenheit für das Wunderbare der Schöpfung und meinetwegen auch für Gott, auch wenn er den Namen selbst nicht im Mund führen würde, das ist das, was ihn hier in dieser Landschaft und in diesem völlig entkirchlichen Gebiet zu einem wunderbaren und vielleicht einem der wenigen oder dem einzigen Vermittler geeignet macht. Ja, du siehst, dazu hat der Maler die unterschiedlichsten Bildbände zusammengetragen. Im Prinzip dann so querfällt ein aus das, was die dann eben gefunden haben in der Kunstgeschichte, haben die dann. Und dann haben wir also einzelne Motive ausgewählt, auf die wir uns dann konzentriert haben und festgelegt oder festlegen mussten auch eines Tages. Und dann habe ich einfach Geschichten erzählt, biblische Geschichten, die er vielleicht schon mal gehört hatte, aber die ihm nicht so präsent waren. Wir haben gemeinsam Bilder angesehen. Wir haben überlegt, was heute wichtig sein könnte, was er damit anfangen kann. Aber ich habe ganz viel erzählt. Das waren die Treffen, die wir zusammen hatten. Also biblische Geschichten erzählen, Bilder angucken. Fantastisch bei diesem Beckmann-Bild, ja, was von dem wo er sich selbst. Geprägt ist der Malstil von Moritz Götze aber durch ganz andere Bilder. Die Comics der Mosaikhefte, das Gegenstück in der DDR zu Mickey Maus. Poppige Abenteuer, die in die Ferne führen und gleichzeitig die Welt erklären. Es ist wirklich eine einzigartig großartige Bildergeschichte und ein Bildungskanon. Darum gibt es bestimmt in der DDR überdurchschnittlich viele Männer, auch in untersten Berufschargen, die eben über Venedig und über Byzanz dir was erzählen können. Als erstes bekommt die Schlosskirche einen neuen Kirchenhimmel. Für die Kirchengemeinde und Sponsoren zuerst einmal überraschend, fand die eigenwillige Deckengestaltung aber schnell große Zustimmung. Der Himmel als solcher in einer Kirche ist ja nichts Neues. Das kann man durch die Jahrhunderte immer wieder in vielen Kunstphasen auch sehen, also Kunstepochen auch sehen. Aber wie sich beispielsweise ein Moritz-Himmel von einem Schinkel-Himmel unterscheiden wird, das war natürlich nicht klar. Und für ihn war auch klar, dass man das sehen muss. Ja, Sven. Jetzt habe ich noch mal den Entwurf drangehangen, wo man dann so sieht, wie die Teilung ist. Aber ich weiß eben nicht, ob das zu viel wird, ob man das dann noch so auslaufen lässt in die Apsis rein. Also was man, wenn das und dann auf wirklich der Türseite ist, wird es dann haut es dann noch hin mit dem Maßen? Also ja, das haut alles hin. Na? Eine kurze Demonstration und? Ah ja, doch, stimmt. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja. So. Da man ja erst mal eine Idee bekommen musste, was man überhaupt will, und dann musste man irgendwie die Idee
auf irgendeine grobe Art so fixieren in den Entwurf, dass man damit nach außen gehen kann, um Leute zu gewinnen, die sich da finanziell auch dran beteiligen. Wir hatten ja da alle keine Erfahrung. Wir haben das alles zum ersten Mal gemacht. Und wirklich, da hat da dann der stete Tropfen den Stein ausgehöhlt. Es war eigentlich immer klar, dass die Bilder in Emaille ausgeführt werden sollten. Es gibt eine langjährige Zusammenarbeit mit einem altehrwürdigen Emaillierwerk im Süden Sachsens, mit alten Brennöfen und modernem Laserschneider für den Zuschnitt der Bleche. Also das wird hier der Dornenkranz, ja. Und das ist dann der Fisch. Na, das sieht man ja auch. In erster Linie werden Ofenbleche hergestellt. Da ist so ein exotischer Auftrag eine willkommene Abwechslung. Man kennt sich lange und so darf der Künstler die Anlage auch nach Feierabend für sich nutzen. Der Dornenkranz. Nach dem Zuschnitt müssen die Bleche zum 160 Kilometer entfernten Bernburg gefahren werden, um sie einzeln an die unregelmäßigen Kirchenwände anzupassen. Bevor sie dann wieder den weiten Weg zurückgebracht, bemalt und gebrannt werden. Das Emaillierwerk hat ihm ein kleines Atelier überlassen, in dem er seiner Fantasie freien Lauf lassen kann. Dadurch, dass ich aber eben das nicht rechteckig mache, sondern die Form frei ausschneide und im Prinzip wie so ein Scherenschnitt und dann auch noch ganz viele offene Stellen, also wo mein Ornament und mein Pflanzenranken sind, dass dann das wirklich so ausgeschnitten ist, kriegt dieses an sich brutale, harte Email oder Stahlblech kriegt auf einmal dadurch was ganz Zartes, Zerbrechliches und Weiches. Neben dem modernen Laserschneider ist das Herzstück des Emaillierwerkes der 130 Jahre alte Brennofen. Bei sehr hohen Temperaturen erstarrt das pulverige Mineral zu einer festen, glasigen Schutzschicht, die fest mit dem Stahl verschmolzen ist. Also ich schalte den Ofen aus, ne? Ich schalte heute den Ofen aus. Gut, ich lasse da noch ein paar Gondeln frei und dann hänge ich mein Zeugs dran. Gut. So. Kleine Korrekturen werden noch kurz vor dem Einfahren in den Brennofen vorgenommen. Der Maler fühlt sich hier wie zu Hause und ist mit dem Brennofen seit langem vertraut. Wenn da mal irgendeine Betriebsführung ist, wo dann irgendwelche Kunden der Ofenrohrfabrik da durchgeführt werden, dann sagen die immer, das ist unser Künstler. Und dann... Das ist einfach toll, dass man dann so integriert ist in so eine ganz andere Welt von so einer Fabrik. Die bunten Emaillierfarben werden schichtweise aufgebracht und zwischendurch muss jeder einzeln wieder eingebrannt werden. Was so leicht aussieht und so unbekümmert ist, bedarf aber einer jahrelangen Erfahrung. Ich kriege das mit, dass sich in den 20 Jahren doch auch natürlich eine Routine entwickelt hat und dass so eine Souveränität mit dem Werkstoff, die man selber so gar nicht wahrnimmt, weil man denkt, das ist so, wie es ist. Aber wenn dann welche da sind, bei denen das nicht so ist, kriegt man dann mit, dass man dann natürlich das hat. Und das freut einen auch, dass man dann so eine Souveränität bekommen hat. Das Besondere an Moritz Götzes Emaillearbeit ist seine Leichtigkeit und wie er mit einem Material umgeht, das nach dem Brennvorgang nicht mehr überarbeitet werden kann, dafür dann aber hunderte Jahre überleben wird.
Neue gebrannte Bildelemente werden in die Kirche gebracht. Und der Pfarrer ist immer wieder überrascht, wie gelungen jedes einzelne Stück geworden ist und langsam zu einem großen Ganzen zusammenwächst. Dann beginnt die Schwerarbeit beim Dübeln. Fast 2000 Dübel und Abstandshalter werden verbaut und die schiefen Wände verschwinden hinter den bunten Stahlplatten. Man hätte nie ein Fresko machen können, weil das wäre nicht dran geblieben. Und jetzt war es eigentlich wunderbare Fügung, dass für Moritz Götze also von vornherein feststand, wenn er dort was macht, dann wird es Emaille sein. Und die Emaille wird in einem Abstand auf die Wand gebracht. Da waren dann also auch die Bauklimatiker und die Denkmalschützer auch sehr schnell beruhigt. Der Abstand zwischen Bildern und Wand ermöglicht eine automatische Belüftung und Trocknung und hat auch noch einen weiteren, ungeahnten Vorteil. Aber insofern ist das für die Zukunft, kann die Gemeinde immer sagen, oh, wir finden Götze blöde, schrauben wir das ab, packen wir den ganzen Rassel auf den Boden und dann kann die Zukunft dann entscheiden. Und so es nicht ganz viele gibt, die irgendwie dann sich was klauen, kann man das dann in 100 Jahren später auch wieder anschrauben. Zu Hause, aufgewachsen und verwurzelt, ist Moritz Götze in Halle an der Saale. Auch nach einer 60-Stunden-Arbeitswoche ist Moritz Götze meist gut gelaunt und entspannt. Meine Eltern haben an der Kunsthochschule an der Burg Giebichenstein studiert. Das ist auf der anderen Saale-Seite. Und da bin ich dann geboren und aufgewachsen. Und diese 900 Meter von Giebichenstein nach hier ist der weiteste Umzug in meinem Leben gewesen. Seine Frau Greta, eine gefragte Keramikkünstlerin, genießt es, mit Moritz und Freunden zu kochen, zu essen, zu trinken und gemeinsam zu feiern. Denn ein Leitspruch der Familie Götze lautet: Ein Wochenende ohne unangemeldet hereinbrechende Gäste ist ein verlorenes Wochenende. Meine Eltern haben ja in der Straße, in der ich aufgewachsen bin, in Giebichenstein, da leben die ja auch noch. Und wir machen ja auch einige Projekte mittlerweile zusammen. Also das gibt immer Sachen, wo sich das auch im künstlerisch Tätigen überschneidet. Bei der Innengestaltung der Kirche arbeiten Künstler und Pfarrer immer noch eng zusammen. Meistens erfüllt der Künstler die Wünsche des Pfarrers, aber immer mal wieder überrascht er auch. So, das sind jetzt die versprochenen Wolken. Genau, ne? Nee, damit es einfach ein bisschen so von der Höhe sich dem anpasst mit der Liegtafel und dem großen Baum, habe ich gedacht, mache ich hier noch zwei Wolken hin. Na? Habe ich ja auch noch nicht gesehen. Ja. Holzimitat. Genau, aus Emaille. Ja. Während die beiden die nächsten Schritte besprechen, kommen sie zur jüngsten Arbeit des Künstlers, der wieder mal mit einer Überraschung aufwartet. Dass sich so eine Stadt ergibt, die einerseits natürlich durch die Stadtmauer und durch das Reiten auf dem Esel natürlich auch an diese damalige Zeit auch erinnert, aber es gab natürlich keine Wolkenkratzer und keine so eine Hochhäuser, ist das in die unsere heutige Lebensumwelt dann auch rübergezogen. Aber wie es dargestellt ist, das ist für mich zumindest ungewöhnlich. Also so einen Bildaufbau habe ich noch nicht gesehen. Also man erkennt das Motiv, aber man erkennt auch sofort, dass es von dir ist. Ich blicke hier selber nicht mehr durch. Schließlich fügt sich der Akanthusrahmen, der den Rundbogen der Apsis verzieren wird, doch noch harmonisch zusammen. Kaum ist die Ordnung wiederhergestellt, treibt Moritz Götze schon den nächsten Schabernack mit dem Pfarrer. Ja. Die kirchliche Ikonografie lebt ja von ganz vielen Details, was diese Blume bedeutet,
was dieses Tier bedeutet. Und es hat alles ja dann oft auch noch mehrere Bedeutungen. Und da hat eben Sven Bayer zu mir gesagt, oh, das wäre schön, wenn da eine Taube wäre. Und ich habe dann da eine Taube gemalt, und wo ich dann einen Wurf gezeigt habe und ganz stolz gesagt habe, hier Sven, ich habe da auch eine Taube gemacht. Hat er gesagt, wieso Taube? Ich habe Traube gemeint. Aber die hatte ich auch gemacht. Die ersten Besucher kommen. Sie sind aus Bayern und haben eine solche evangelische Kirche noch nie gesehen. Und anfassen ist sogar erwünscht. Wahrscheinlich muss ich da mal in der Kirche irgendwie 2-3 Tage mich einschließen, um da mich meinem Werk auch selber anzunähern. Weil das ist ein ganz merkwürdiger Zustand, den ich noch nie mit einer anderen Arbeit so hatte. Im September 2016 wird der erste Teil der Bernburger Bilderbibel nach mehr als 5 Jahren Arbeit in der Schlosskirche mit einem Festgottesdienst eingeweiht. Festlegen in einem Bild. Anders als die Umgebung des Volkes Israel, in der Bilder angebetet werden, Standbilder. Und das Volk ist schwach, als Mose gerade weg ist, fort auf den Berg und formt sich ein Bild. Weg mit den Bildern, ruft er und bringt stattdessen 10 Gesetze. Kriege ich nicht nochmal realisiert, einfach kräftemäßig in meinem Leben. Das ist sozusagen wirklich auch für mich, wird das was Einmaliges bleiben. Insofern freue ich mich sehr, dass es überhaupt schon mal so weit geworden ist, weil vor 10 Jahren hätten wir uns das überhaupt nicht vorstellen können. Er sagt es ja selber, er kriegt es nicht nochmal hin in sein Leben, dass man selbst so eine historische Person wird. Das ist schon erstaunlich. Und dass man Leute wie Peter Lang, der nun für immer und ewig hier verewigt ist, dass der das dann mit reinrutscht, dass also so ein Mensch, den man aus normalen Umgang hat, plötzlich in so einem sakralen Raum hängt, der nicht mehr ganz so sakral ist, gerade heute nicht, fühlt sich allerdings, ist vielleicht keine schlechte Idee, das weiterhin so zu machen. Ich kannte Moritz Götze durch sein Werk in Leipzig und anderswo. Und ich bin sehr dankbar, dass der Kollege hier, Pastor Bayer, wirklich den Mut hatte, es auch durchzuziehen. Denn es gab viel Kritik. Da gab es dann so Fragen, das ist ja Comic-Stil und dergleichen mehr. Dieses ist Gegenwartskunst von einem Menschen, der ein durchaus ambivalentes Verhältnis zum Glauben hat, wie er selber sagt. Ein sehr positives im Grundsatz, aber eben nicht so diese typische Gemeindebiografie hinter sich hat. Also Gegenwartskunst trifft mit all ihren Fragen auf Kirche, dieses alte Gebäude mit der großen Geschichte. Und das sind Spannungen, Gegenüberstellungen, die äußerst reizvoll sind, wie man ja sehen kann. Und damit leben wir hier sehr deutlich. Diese Kirche ist eine Kirche, die es nirgendwo so auf der Welt gibt. Es ist ein völlig eigenes künstlerisches Konzept, wirklich ein Unikat mit einem neuen Zugang auch zur alten Botschaft für die Menschen heute im 21. Jahrhundert durch einen Künstler, der selber nicht kirchlich gebunden ist, aber wahrscheinlich dadurch genau die richtigen Fragen stellt und versucht auch, Antworten mit entwickeln zu helfen. Das kann der Gemeinde nur gut tun. Kaum ist der Jubel über sein Meisterwerk verhallt, stürzte sich Moritz Götze in ein neues Rettungsprogramm für eine verfallene Kirche. Wieder zusammen mit einem jungen Pfarrer und Freunden. Wieder dauert es und schließlich gründet er im Herbst 2020 einen Verein. Wollen wir anfangen mit den rechtlichen Fragen, also wo jetzt sozusagen die Kirche steht. Wie gesprungen. Beginn mit dem, was dir... Vielleicht erstmal den Zweck.
Ja, würde ich auch sagen. Zweckdiskutieren. Mhm. So. Der Verein, der die verfallene Kirche in Poblenz wieder nutzbar machen will, nennt sich Kaisersaschern e.V., nach dem imaginären Geburtsort Friedrich Nietzsches in Thomas Manns großen Roman Dr. Faustus. Diesem Ort will der Verein jetzt ein Gesicht geben. Offiziell registriert ist der Verein und es sind keine Träumer, sondern Profis. Geschäftsführer, Manager, Architekt, Jurist und natürlich Künstler. Allen voran Moritz Götze in seinem unbändigen Tatendrang. Wenn man dann hier für eine Öffentlichkeit geschaffen hat, ist an sich meine Vision, die sozusagen ganz und gar größenwahnsinnig ist, ist, wenn man sozusagen so einen Fuß in der Tür der Öffentlichkeit hat, dass man das vielleicht wirklich schafft, diese Kirche auch zu retten und daraus das Kaiser-Aschern-Museum zu machen.